Und hallo zusammen. Nein, das ist nicht mein Sechser. Aber es ist ein Sechser. Es ist ein John Deere 6140M, dem die Firma Hans Völk in Handorf zur Verfügung gestellt hat. Grüße gehen raus an Limmeier Hans, der das eingefädelt hat. Ja, jetzt sind wir heute mit zwei Vorführern unterwegs. Wir fahren Gülle nach Kerwald. Der 6140M hat 140, glaube ich, Nennleistung und 165 Maximalleistung. Und das merkt man, boah, der rennt da den Lochberg rauf. Ich meine, das Fasel ist voll. Jetzt ist was los bei mir am Stallhof. Zwei Vorführer zur selben Zeit. Einmal ein Klaas Arion 440 und einen John Deere 6140M. Jetzt haben wir voll ausgestattet. Der alte 6er mit seinen 100 PS, da haben wir 128 PS. Der 6140 hat Nennleistung 140, aber glaube 165 mit Boost. Da rührt sich schon was. Und schon hier beim 6M gibt es vier verschiedene Radstände. Der ganz kurze Radstand, das sind die Modelle von 90 bis 120. Die haben nach vorne ein bisschen die schräge Haube. Der hier, das ist quasi schon der kurze Radstand, also die nächste Größe, hat einen Radstand von 2,56 Meter, glaube ich, also 16 cm länger wie der ganz kurze, beziehungsweise auch wie mein 6er. Also das ist schon ein ziemlich erwachsener Schlepper. Hinten haben wir natürlich Kugel, Anhängmaul, hat drei Fanghaken, drei Steuergeräte, Load Sensing. Ja, alles was muss. Hat auch eine Kabinenfederung, eine mechanische. Er hat auch AdBlue mit dem blauen Deckel da unten drin. Aufstieg ist eigentlich ja, recht schön. Also wir hatten ja den 6120 im letztes Jahr da war der Aufstieg eher so ein bisschen eine Hühnerleiter. Der ist jetzt also deutlich breiter, kommt mir das vor. Also zumindest schaut der einladender aus, also ein bisschen breiter und auch nicht ganz so steil. Aufstieg ist untadelig, geht wunderbar. Blick in die Kabine. Der Plastiküberzug für die Sitze ist natürlich nicht das, was man so fahrkomfortmäßig, was einem so fahrkomfortmäßig gefällt. Wenn wir uns da mal reinsetzen. Also so, das ist jetzt ungefähr der Fahrer, die Fahrersicht. Ihr seht, da vorne ist kein Armaturenbrett mehr. Das ist jetzt alles hier in die A-Säule gewandert. Kabine ist schön hoch. Also wenn ich da drin sitze, also ich habe richtig schön Kopffreiheit. Und auch nach vorn raus einen guten Blick. Schaut gut aus. Bei der während der Fahrt ist er auch sehr schön klimatisiert. Klar, wir haben Klimaanlage mit an Bord. DAB-Radio. Den Command-Armlehne mit dem Fahrhebel und dem Joystick für Frontlader oder auch für andere Hydrauliksteuergeräte. Also das ist ja frei belegbar. Ich kann also auf den Hebel, kann ich alle Steuergeräte auf den Hebel legen. Ansonsten habe ich hier natürlich meine elektrischen Steuergeräte. Heckzapfwelle, Frontzapfwelle. Da unten ist der Hebel für die Zapfwellenumstellung. Also einerseits natürlich, wie soll man sagen, sehr sympathisch, weil alt bewährt und es funktioniert. Andererseits, der Platz da unten ist natürlich auch nicht so schön. Also andere machen das elektrisch mit der Vorwahl. Da muss man halt mit dem Handhebel, was mich aber eigentlich nicht so wirklich stört. Die Frontscheibe ist nicht mehr zum Aufstellen. Und das jetzt einmal, wie der Scheibenwischer steht. Also wir haben hier ein, der Wischer wischt also nicht nur 180 Grad, sondern ich weiß nicht, wie weit er wischt. Keine Ahnung. Er hat schon irgendwas gesagt, 250 oder 260 Grad wischt er, also bis in die Ecken runter. Dann kann man da auch nach unten schauen. Wie ihr seht, Frontlader-Anbaukonsolen sind drauf. Das ist schon ein Fahrzeug, wo man sich wohlfühlen kann drin. Also sehr komfortabel, auch auf der Straßenfahrt mit der gefederten Vorderachse und der Kabinenfederung. Also ein hervorragender Fahrkomfort.
Ja, ich weiß, der R soll noch besser sein mit seiner semi-aktiven Kabinenfederung, aber ich finde das hier auch schon sehr gut. Der Beifahrersitz ist halt typisch 6er, den hat mein 6400er schon drin. Aber warum soll man bewährte Sachen tauschen? Große Spiegel. Nein. Hier auf der Seite haben wir natürlich unseren, ich sage jetzt mal, Knöpfchensalat. Das sind also die Schnellwahltasten, dass man in das richtige Menü kommt zum Einstellen. Ja, das ist Gewöhnungssache. Aber wenn man mal raus hat, wie man es macht, geht es eigentlich wunderbar. Also man wählt hier immer, das sind die Schnellwahltasten für Motor, Getriebe, Hydraulik, Heckkraftheber. Und man scrollt praktisch durch das Menü mit dem Drehrad und bestätigt oder geht zurück oder geht aufs Menü. Also ja, funktioniert. Da hinten Allrad-Differentialsperre, was man braucht. Alles wunderbar. Wir haben festgestellt, der hat gar kein Kühlfach. Kühlfach wäre noch eine coole Sache. Aber ja, man kann halt nicht alles haben. Ja. Ja. Was halt ein bisschen ist, also der Klaas hat einen automatischen Blinkerrücksteller, der Johnny nicht. Das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß und das nervige Piepen beim Blinken auch nicht. Also das ist ein echter, ja, doch Kritikpunkt, den man bei einem Bullock, der hier in der deutlich über 100.000 Euro Preisklasse angesiedelt ist, dann müsste der automatische Blinkerrücksteller schon noch dabei sein. Ja, was hier noch auffällt, also ich weiß nicht, wie viele verschiedene oder ob es da verschiedene Sitze gibt, aber ich finde den Sitz vom Klaas deutlich bequemer wie dem vom Johnny. Irgendwie hat der Klaas ein bisschen längere Sitzfläche, also die Oberschenkel sind besser abgestützt und auch die Lehne ist länger. Dafür hat der John Deere die Kabine, also hier kann ich mich umdrehen, ohne mit dem Ellenbogen an der Scheibe zu sein. Beim Klaas kannst du das nicht machen, da musst du immer die Heckscheibe aufmachen, damit du dich umdrehen kannst, weil du immer mit dem Ellenbogen an der Scheibe hängst. Ja, mal. Ansonsten, was haben wir da zu sagen? Wir werden ihn schweren Herzens wieder hergeben und zurückfahren zum Händler. Hat uns gut gefallen. Da bedanke ich mich nochmal beim Lindmeier Hans und bei der Firma Völk, dass sie mir den Schlepper zum Testen zur Verfügung gestellt haben. Und was es dann im Endeffekt wird, das weiß ich noch nicht. Aber ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt es mir einen Daumen hoch und pfiat euch. Bis zum nächsten Mal.